Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Feed the Beast Infinity Evolved Expert Mode Skyblock. So, ich muss mal ganz kurz den Robot wegräumen. Und ich habe jetzt mal nur 3 MFEs gemacht. Generell würde ich auch erstmal sagen, das reicht. Das heißt, was ich erstmal mache, so. Je nachdem kann man immer noch eine MFE dazwischen schremmen und was ich halt ganz gut finde. Wir können halt, müssen jetzt keine MFSU machen, wir können einfach das MFSU Upgrade Kit machen. Das ist das gleiche Rezept einfach, aber wir upgraden es einfach nur. So, ich bin gerade überlegen, ich schaue mal ganz kurz nach. Mass Fabricator, ob es sich lohnt, den schon zu craften. An sich teuer. Die Advanced Circuits sind jetzt kein Thema. Die, ich glaube, das heißt, dass wir gerade daran sind, die Basic Capacity. Noch nicht mal die Redstone-Chips jetzt eigentlich. Aber was würde ich erstmal nach hinten anschieben? Erstmal jetzt HV. Die HV-Wire-Connector, sind die teuer? Die Handclay und Alu. Wow. Wo habe ich das? Hier hätte ich das reingetan, ne? Genau. Ich hab ein bisschen Clay produziert, einfach mal auf Vorrat. Halt, wir haben da jetzt 3 und die Wire Coils. Stahl. Okay. Kann man machen. Hol ich noch ein bisschen Stahl. Wir brauchen eigentlich nur eine Verbindung. 4. Ja, komm, das können wir einfach gerade hier craften. Zack, zack, zack. Und du da richtig. Und du und so. Und zack. So. Wups. Nicht hängen bleiben. Bin schon genug hängen geblieben. Ja, ich weiß, was ich gerade gesagt habe. Ah, dann nicht Clay. So, so und so. Dann nach oben. Es geht dann nicht, oder wie? Doch. Dann machen wir jetzt die Resonant Energy Cell fertig. Da brauchen wir den Frame, das sind 4 Enderium, Emerald und 4 Hardened Glass. So. Das Schöne ist jetzt, da wir jetzt auch den Zugang haben zu Atomkraft, würde es jetzt auch bald dran gehen, dass wir unser erstes Plutonium bekommen. Das heißt, wir bekommen eine neue Trophy. Ja, hier Watering Can, Grease and Hammer, Bucket. Ich würde sagen, ehrlich sagen, Expert Mode, kein Thema, wir haben es schon weit geschafft. Und eigentlich bin ich an einigen Ecken immer noch der Meinung, Expert Mode ist zu leicht. Eins, zwei, drei, vier. Das sind 3600. Eins, zwei, drei, vier. Oh, wir brauchen einen Fluid-Transposer. Fluid-Transposer. Ganz vergessen, dass es den auch noch gibt. Braucht man 2 Copper Gears. Acht. Total verpeilt. Ja, komm, mach mal das Molten-Enderium noch zum Gear. Was braucht man noch alles? Ein Bucket, Redstone Reception Coil. Bucket können wir gerade craften. Und dann war das noch Glas, ne? Ja, genau. Glas haben wir eigentlich auch noch. Aber für Glas und sowas müssen wir eigentlich auch mal eine Fabrik aufbauen. Einfach, damit wir das auf Vorrat haben. Da habe ich auch ein schönes Design gesehen, was da dann auch noch rüber geht mit Niter. Also Salpeter. Zack,
Zack. Zack. Zagedi. Zagi. Und. Nicht mehr lange und wir haben die Zagedzugi. Das kann auch in der Zwischenzeit schon schmelzen, das dauert ja ein bisschen. Und Zagi Zuckeri Zirri Zack. So, ich habe in der letzten Zeit auch ein bisschen mal Dark Souls angefangen, habe es aber auch leider wieder abgebrochen. Nicht, weil es mir zu schwer war. Ganz ehrlich, es hat mir gefallen. Es hat mir sogar wirklich gefallen, dass es so schwer war. Einzige Problem meiner Meinung nach, ich habe es auch mit Tastatur gespielt. Und heilige Scheiße ist die Steuerung mit Tastatur beschissen. So, Input. Sehr schön, der ist fertig. Ah ja, man merkt schon, da kommt dünn wird drüber. Ups, fällt der Bildschirm. Resonant. So, jetzt kommt der lustige Teil. Was brauchen wir jetzt alles? Wir brauchen Emerald Electron Tubes. Okay. Kriege ich ihn mal hin. Wir brauchen auf jeden Fall einen Circuit, also einen Advanced Circuit, also zwei davon und zwei davon. Wir brauchen, glaube ich, zwei Signalum. Schauen wir mal, ja, das sollte reichen. Ich habe den Capacitor nicht vergessen. Redstone Chipset und zwei für den Circuit brauchen wir. Und ich brauche noch was für die Emerald Electron Tubes. 5. Weil die können wir in der Zwischenzeit ja auch schon herstellen. Oh, der hat sogar noch Redstone drin. Dupp. Der kann sich aber wieder aufheizen. Dann das brauchen wir. Electronic Circuit. Aber ich nehme das mal so mit. Dupp. Das, dann gehe ich mal kurz hier rüber. Crafte die zwei Capacitor. Ja, die Lapis-Heile habt ihr gesehen, habe ich auch vorbereitet mal. Was brauchen wir jetzt noch? Ein Octadeck Capacitor. Okay, da brauchen wir zwei von. Vier Stück, also habe ich doch zu wenig Signal, oder? Ja. Brauche ich nochmal einen Barren. So. Halt, habe ich noch Blazing Electron Tubes über? Ja, sehr schön, habe ich sogar. Ich bin übertriebensgut. Ne. Warte. So, die Redstone Chipsets. Und wo. Ach, die Lapis habe ich jetzt noch nicht dabei. So, vier Stückchen. Basic Capacitor. Blazing Electron Tubes und Energetic Alloy muss ich noch kurz machen. Vier. Fünf, sechs. Sechs. Oh Gott. Ich hoffe, man hört es nicht in der Aufnahme, aber
Ich glaube. Ich will es gar nicht erst wissen. Ich will es einfach gar nicht erst wissen. Wo war ich jetzt an? Ah ja. Ich hoffe, man hört uns jetzt gerade nicht, aber mein Vater, glaube ich, hat gerade angefangen, sich die Haare zu föhnen. Was habe ich hier? Eine Bat-Trophy. Okay. Wir brauchen zwei Enderperlen auf jeden Fall gleich. Wobei, wir brauchen ja noch die Ender-Electron-Tubes. Ja gut, wir brauchen nochmal zwei. Boah, ich muss hier echt mal in der Sortierung reinhauen. Zwei Blaze Powder, ein bisschen Endestein brauchen wir. Boah, das hört sich auf. So übersetzt hört sich jetzt grauenvoll an. Ich weiß, es das heißt Endstein, aber End ist eigentlich das englische Wort für Ende, also Endestein. Die haben wir. Oh, da habe ich noch Zeugs vergessen wegzuräumen. Zack und zack. Ender Electron Tubes. Dann machen wir die fertig. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch gerade, dass das fertig wird. Da gebe ich mir in der Zwischenzeit mal ganz kurz ein bisschen Karottensaft. Setze mich auch mal richtig hin. Und dann haben wir auch schon fast fertig. Ja. Man könnte jetzt noch meinen, wir könnten Resonant Fluxduct machen für 32.000 RF pro Tick, aber naja. Ist jetzt nicht so wirklich notwendig. Redstone Energy Flux sagt, naja. Ist jetzt nicht so wirklich notwendig. Also es wird auf jeden Fall alles noch geupgradet, aber momentan ist das nicht so wirklich notwendig. Wo weiß ich, was ich einfach gerade mal mache? Oder? Hätte ich auch vorher drauf kommen können. Ah ja, was ich komplett vergessen. Ja, komm, das kann ich jetzt gleich machen. Das ist jetzt eh fertig. Zack, 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 zack. Resonant Energy Cell. Meine Fresse. Dann brauche ich das hier. Und hier links ist Input. Ich unterbreche mal ganz kurz und schaue nach, wo das Problem ist. Problem gefunden, ich bin einfach da blöd. Naja, wenn Max-Input bei 0 RF pro Tick ist, kommt da nichts rein. So, ich habe 4000 Input, 3000 Output gemacht. Sollte jetzt mal ordentlich lüppen. So, und naja, hier ist jetzt mal so ein Pixel weggegangen, ne? Hier generell könnte ich jetzt mit der Automatisierung, also wirklich so ein bisschen mit dem ordentlichen Design anfangen. Oder? Ja, komm, machen wir jetzt sogar noch, aber in der Zwischenzeit erkläre ich euch auch noch was. Onkel Dosch, ne, der hat so ein paar wundervolle Sachen zu erklären, ne? Ich glaube, wenn wir auf Signalum Zeug gehen, sollte das schon reichen. Ja, Extraction Rate 0,5. Nehmen wir mal 20 mit. Das haben wir schnell nachgemacht. Und zwar, ups, ich habe Sunset Glass vergessen.
Naja, der liebe Papa Deutsch, ne? Der weiß ja, dass ihr gerne meine Folgen schaut. Und da hat Papi mir gesagt, ja komm. Expert Mode Bar, wow. Happy Birthday. Da machst du einmal so einen Everlasting Mana Pool, ne? Der Creative Mana Pool, Happy Birthday, und das ist auch schon vorbei. Ja, und weil der Dach so vorausschauend ist, schauen wir uns mal die Creative Sachen an. Okay. Die Creative Energy Cell. Ne? Brauchen wir 4 Lumion Blöcke, das könnten wir sogar locker schon hinkriegen, das ist kein Thema. Enhanced Galgadorian Block, bin ich ehrlich, würden wir bald schon hinbekommen. Resonant Energy Cell Frame Full, naja, das ist nicht wirklich ein Akt. Pellets of RTG Fuel, das Plutonium und Dense Iron Plates, ist eigentlich auch kein Thema. Der innere Kreis ist das Problem. Aber da kommen wir noch hin. So, haben wir das geschafft? Geht das über hier zum Creative Portable Tank. Das ist, der innere Teil ist da kein Problem, eher das äußere. So, weil bei Drokium, ja gut, du musst eigentlich nur Cobblestone komprimieren. Von wegen, es gibt nur ein Rezept für Bedrockium und das ist Mox Nuclear Fuel. Ist aber an sich schaffbar. So. Creative Portable Tank. Scheiße. Ich hasse es. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass er jetzt hier drauf geht als erstes, aber naja. Ja, da sieht man es schon. Ganz kurz, ich mache mal ganz kurz so. Aus dem Creative Portable Tank können wir dann den Everlasting Guilty Mana Pool machen und den brauchen wir dann für das letzte Rezept, was ich euch noch hinzugefügt habe. Ein Rezept für die Creative Strongbox. Das Rezept habe ich im Internet gefunden und gesagt, Alter, okay, da hauen wir mal richtig raus. So, davon, von diesem ganzen Zeug, haben wir Plan 1. Die Shiny Blöcke. Wir brauchen 4 Octopil Compressed Cobblestone. Das ist schaffbar. Crystal Cluster, muss schon ein bisschen verfarmen. Dann brauchen wir 4 Creative Energy Cells. 4 Creative Portable Tanks. Das heißt, wir brauchen nochmal 20 Energy Cells. Wir brauchen schon 24 Energy Cells. Und nochmal einen für den Pool. Wir brauchen 28 Creative Energy Cells. Dann ein Ring aus ME16384K Storage. Mobius Unstable Stable Ingots. Das heißt, ich muss das Ritual einmal machen. Power Module, das heißt, wir müssen mit den Bienen arbeiten. Und das ist, wäre das nicht genug? Infinity Catalyst. Jetzt könnte man, nein, oh Gott, nicht sagen, wieder der ganze Scheiß, den du schon bei Worldly gemacht hast. Es ist anders. Wir brauchen hier ein Ultimate Solar Panel, 7 Blöcke Pure Mana und jede einzelne Flüssigkeit von Thermal Expansion. Also Pyrophium, Aerophium, Petrophium, Cryophium, Resonant Ender, Energized Glowstone und Destabilized Redstone. Dann weiter Neutronium Ingot. Brauchen wir Singularities, das ist kein Thema, und Ludicrat Blöcke, an sich auch kein Thema. Ich glaube, das könnten wir sogar bald schon hinkriegen. So. Was aber ein Krampf ist, was hier ein richtig extremer Krampf ist, meiner Meinung nach, sind die Infinity Ingots. Wir brauchen Blaze Comps, wir brauchen Electric Comps, wir brauchen Earthy Comps und wir brauchen Plutonium Comps. Das heißt, wir müssen wirklich die Hardcore Endbienen machen und Chaos Shards. Wir müssen den Chaos Guardian besiegen. Boah, ich freue mich schon so sehr auf dieses Rezept. Es wird lustig, es wird verdammt lustig. Warte. Wir wollen ja hier so ein bisschen, ne? So. Einmal, zweimal. Whitelist, blob, Whitelist, oh.
da rein. Habe ich jetzt keinen Tiny Pie mitgenommen. Könnte vielleicht schon liegen, dass meine Tasche extrem voll ist. Oh, da ist das Tiny Pie, der Flat Dust. Hab ich mal geschaut, ob man das in einen Compacting Drawer packen kann. Kann man nicht. So. Dann, was brauchen wir noch? Hier kommt noch eins ran, wo wir whitelisten. Iron Plates. Aber da will ich jetzt mal ein Stack von drin haben. Copper Plate. Wo haben wir sie? Mann, warum geht das jetzt nicht? Ja, für wird's ein Stack. Da und da kommt noch was rein. Whitelist. Whitelist. Jeweils ein Stack. Ja. Hier, die MFEs haben sich eigentlich schon aufgeladen. So gut wie. Leute, die sind schon alle aufgeladen. Durch einen Reaktor. Also, Mädels, ihr wisst, was das heißt. Reaktoren, easy game, easy late game. Jetzt können wir mal schauen mit der Resonant Energy Cell. Die fühlt sich weiterhin super. Ich entleere jetzt mal ganz kurz meine Tasche ein bisschen. Ist gerade so meine Mülltruhe so ein bisschen. Die räume ich nachher noch auf. Ich würde sagen, Fortune Upgrades, was kosten die? Ey, das ist ein Witz. Das ist ein derbe Witz. Davon können wir noch was herstellen. Weil dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an, so ein bisschen abzugraden unsere Energiefarm. Boah, wieso komme ich schon heute auf Energiefarm? Unsere Ressourcenfarm. Je nachdem, könnte ich mal schauen, kann man das auch nach und nach immer upgraden, aber erstmal. Ja. Wird lügt. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ach, hier habe ich noch die letzte und Flachsacks. Die Hardenet, wie viel übertragen die? Ach, vielleicht muss ich doch bald mal anfangen, die Redstone zu machen. Muss ich mal schauen. Man noch nicht mal das aus Sand raus, das Zertus Quarz vor allem, ne? Und das Crushed Uranium. Ja, schauen wir einfach mal. Generell habe ich mir überlegt, das Ganze auch nochmal irgendwie ein bisschen zu bearbeiten. Aber naja, schauen wir einfach mal. Ja, das kann ja auch weg. Gut. Dann machen wir mal ganz kurz so, mal bereiten wir schon mal vor. Zack. Ja, komm, machen wir das mal wieder zurück. Also generell würde ich jetzt einmal ganz kurz reinrotzen hier, überall.
So. Ah ne, der nicht. Der aber. Der. Oh, der hat ja. Ja, ich merke das schon. Energie geht runter, das heißt, wir müssen jetzt echt upgraden. Gut, da werde ich hier offscreen die Kabel ersetzen und mal da eine kleine Sortierung reinhauen, weil ihr seht, dass das spawnt mitunter schon einiges runter. Ne? Und dann würde ich jetzt mal sagen, sehen wir uns wieder nach einiger Zeit wieder. Bis dahin, tschüss.